Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Metro Last Life. Ich bin euer Ben BK und wir sind hier stehen geblieben. Wo sind wir eigentlich? Wir waren auf der Flucht und wir haben es. Ah, im Theater. Im Theater sind wir stehen geblieben. Und Pavel wollte uns. Wollte mir helfen, dass ich da an die rote Linie oder wie es ist, hinkomme. Keine Ahnung. Was sind das so Plastikplanen, oder? Okay, Schweinemästen. Der ist ein richtig fauler Schwein. Also wir schauen. Für den letzten überlebenden Theaterkritiker, Patronen für die Gnade unserer Seelen. Ja klar. Ich brauch selber welche. Ich verabscheue mich selbst. Hier sitzen wir mit Gesetz und Festbeleuchtung, während überall um uns herum Strahlung, Tod, Tod und Verfall. Genau deshalb brauchen wir das Theater. Als letzten Mondschein und eine Aufführung die nicht ihre Chance. Alles auch ebenso gut enden. Feiere in Zeiten der Nacht. Wann also trifft unser Gast ein? Der Maskierte mit der Sense. Jeden Moment kann er da sein. Also trink aus. Prost. Prost. Wow, der Duft hier ist wirklich appetitanregend, Semenovna. Ist das irgendwas Neues? Neu, so wie Pilze mit Pilzsoße. Hey, nimm deine Finger vom Topf, sonst fängst du dir eine. Okay. Was ist da? Diesen Vermesser hatte was für mich übrig. Warum? Was ist passiert? Vidya hat es nicht geschafft. Wie? Wir waren auf dem Rückweg. Da erschien ein Dämon. Wir sind alle auf den Boden und haben noch auf den Dämon geschossen, bis er floh. Niemand bekam auch nur einen Kratzer. Aber Vidya stand nicht auf. Seine Maske, sie war an einem Stein aufgebrochen. Und ihr habt ihn dort zum Sterben zurückgelassen? Nein, Katja. Wir haben versucht, ihn zu retten. Aber es war zu spät. Nein, Vidya. Wir haben ihn dort begraben. Eine gute Stelle. Wir haben weiße Steine auf das Grab gelegt. Lass sie. Naja, irgendwie glaube ich dem auch nicht ganz. Zeig uns welche, die wir kennen. Wow, das ist mal ein Dämon. So gruselig wie ein echter Dämon. Guck mal, ja, hier mit dem Pferd. Das ist mal Entertainment, oder, Leute? Naja, jetzt haben wir uns genug aufgehalten hier. Jetzt gehen wir weiter in den Markt, einkaufen. Nikitic, wann werden wir Mutanten futtern? Hast du genug Geld, um eine Woche durchzuhalten? Eine Woche? Zwei Tage vielleicht. Dann ist das Leben vorbei. Also, ich brauche Masken und Waffen, würde ich mal was schauen. Anpassen, eintauschen. Wenn du das verkaufst, brauchst du nie wieder Banditen zu fürchten. Was ich an der Aschus liebe, ist, dass sie in eine lange Schrotflinte umgebaut werden kann. Der Revolver schießt sehr präzise und hat ordentlich Wuchs. Ranger benutzen solche Revolver oft. Für die Selbstverteidigung unabdingbar. Etwas Besseres gegen Monster gibt es nicht. Ein Schuss mit der Doppelläufigen direkt in die Schnauze macht einen Sieger aus dir. Der Bastard ist nicht gerade für seine große Reichweite bekannt. Aber seine Feuerrate ist wirklich bemerkenswert. Also eigentlich nichts Gescheites.
Das ist dieser anatomische Kolben, gibt den Schützen mehr Kontrolle über den Bastard. Da. Naja, das braucht man alles jetzt nicht. Ach, Quatsch. Das hat er schon. Das wäre okay, aber würde ich nicht ausgeben. Also, ich dachte, ich finde da jetzt was Gescheites. Hammer, Hammer. Nicht. Na dann, viel Glück. Du bist hier jederzeit willkommen. Wo gibt's eigentlich die Gasmasken? Die hätte ich gerne. Es gibt einfach nichts Besseres. Leute, sehen die nicht verstrahlt aus? Oh Mann. Leder, feine Lederwaren. Originales dieses Siegelglas. Kein Wunder, das weltberühmte Bolschoi-Theater ist direkt über dieser Station. Es gibt Gerüchte über Untergrundwege von seinem Keller in die Metro und das ist der Grund, warum viele der Schauspieler und Bühnenhelfer sich bei der Katastrophe retten konnten. Hier unten in der Station haben sie ein neues Bolschoi gegründet. Es sind die Theatergerüchte, die selbst die fernsten Ecken der Metro erreichen. Da die bewohnbare Welt dort endet, wo auch die Metro endet, könnte man sagen, dass das neue Bolschoi auch weltbekannt ist. Manche sagen, es bewahrt sogar die Traditionen des großartigen Vorgängers. Man sagt, dass die Erde sich weiterdreht, solange das Bolschoi noch Aufführungen macht. Wie sehr ich mir wünschte, eine solche Aufführung zu sehen, vielleicht bekomme ich ja endlich meine Chance. Mal sehen. Kann ich mich jetzt hier an die Schlange stellen oder was? Es ist verboten. Vielleicht trinke ich lieber was. Du kannst überall trinken. Das hier ist Theater. Durch das Theater werden die uns reinlassen. Okay, warten. Oh, natürlich. Kommt rein. Also, du kannst dir die Aufführung anschauen, wenn du willst. Ich warte auf dich in der Garderobe. Ja, wie? Sehe ich jetzt die Aufführung oder was? Maestro. Wenn Sie so nett wären, der Konkon. Nee, jetzt im Ernst. Okay. Naja, wo muss ich jetzt hin? Es tut mir jetzt den anderen Darsteller leid. Ihre Versuche, das Publikum zu beeindrucken, wo muss ich hin? Spektakel kaum der Rede wert sein. Aber ich bin mir sicher, dass Sie mit der hoch angesetzten Latte der Erwartungen zurechtkommen werden. Und so geht unsere unglaubliche Show weiter. Dieser Mann lacht der Gefahr ins Gesicht, fordert die Natur heraus, trotz dem Gott dieser neuen Welt, und beweist wieder einmal, dass die Menschheit über alles herrscht. Ein warmes Willkommen für Leonid Bury. Unseren außergewöhnlichen Doktor mit seinem Schrecken unserer Stadt.
Auch gut. Was hab ich dir gesagt? Alle! Ich frag mich, ob der den angreifen wird. Sieg, bei dem die menschliche Intelligenz über Mutanten triumphiert. Wo wir gerade von Mutanten reden, selbst in unserer Station sind Gerüchte zu hören, dass eine neue Art an der Messe entdeckt wurde. Furchterregende Bestien, schwarz wie die Nacht, unbesiegbar und in der Lage, in jedem, der sie sieht, den Wahnsinn auszulösen. Aber selbst die waren kein Gegner für die menschliche Genialität. Die Jungs von der Messe haben bemerkt, dass sie die falschen Pilze gekocht haben. Als sie wieder zum traditionellen Rezept übergingen, waren die Mutanten verschwunden wie der Morgentau. Einen kräftigen Jungen. Von der Messe. Und die Show des heutigen Abends geht weiter. Es wird Zeit, unserer Show eine lyrische Stimmung zu geben. Wir präsentieren Ihnen das Genie der Kammermusik, den berühmten Akkordeonspieler Kolja Poscharny mit seinem Meisterwerk »Mein Herz strebt nach dem Himmel«, stößt aber gegen die Decke und fällt wieder herunter. Eine Runde Applaus, bitte. Leute, wir wissen ja, was in der Messestation passiert ist. Wir waren ja dort im ersten Teil. Ich frage mich, wie lange das jetzt alles so geht. Ich will zwar weiter, aber ich will auch wissen, was alles hier kommt. Ich bin mir zwar sicher, dass das jetzt nachher wegen der GEMA wieder Probleme macht. Wieder gleich erklingen. Deine Musik hat ihre Saiten mit so viel Kraft berührt. Und so geht unsere unglaubliche Show weiter. Heute habe ich die Ehre, Ihnen den heißesten und explosivsten Auftritt diesseits des Atlantiks bieten zu können. Das heißeste Spektakel des heutigen Tages. Unsere Feuershow. Da bin ich gespannt. Applaus um unsere Darsteller. Da bin ich jetzt mal gespannt, was das ist. Passiert da jetzt endlich was? Total überflüssig.
Unglaublich, unglaublich langweilig. Ein kleines bisschen zu heiß. Nur noch wenige Grad mehr und ich wäre verkohlt. Vielen Dank, liebe Freunde, vielen Dank. Aber ich muss sagen, dass wie heiß auch immer das war, die Mädchen waren noch etwas heißer. Leute, ihr müsst euch der Herausforderung stellen. Vielleicht probiert ihr es mit einem Flammenwerfer. Und noch immer geht es weiter, liebes Publikum. Bitte heißen Sie willkommen den Arpeggio-Virtuosen, den Gott des Legato und Dämon des Tremolo. Unseren Lieblingsschüler von Mel Basch und Wladimir Manilov, den besten Gitarristen unseres neuen Zeitalters, Viktor Menschuk mit seinen Fantasien. Bitte heißen Sie unseren Virtuosen willkommen. So, Gitarre ist aber schon cool. Ich würde auch so gerne spielen können. Und mein Herz würde explodieren. Meine Beine würden beginnen zu tanzen. Und meine Seele würde geradewegs nach wohin auch immer gehen. Vielen Dank. Hat er überhaupt eine Seele? Meine Damen und Herren, ich muss eine Änderung im heutigen Programm ankündigen. Zu unserem großen Bedauern sind unserem Gastmagier für seinen Sägeakt die Damen ausgegangen. Aber keine Sorge, wir füllen diese Lücke mit Großartigkeit. Ihre volle Aufmerksamkeit bitte, wenn ich Ihnen nun die Geburt einer Legende präsentiere. Das Duett Menschuk und Porcharny mit ihrem instrumentalen Impromptu, das Lied der Lieder. Eine Runde Applaus, um unsere großen Musiker zu erfreuen. Hat dir die Aufführung gefallen? Zeit weiterzugehen, du Kunstmäzen. Finde ich auch. In euch Mädchen verliebt, aber ich hatte geschäftlich zu tun. Ich komme bald wieder, ja? Ja, versprochen. Jana, lass mich mal dein Hudel benutzen. Wovon träumst du wohl? Du hast dein eigenes, nimm das. Das ist nicht gut. Warum kauft ihr dein Freund nichts Besseres? Ihr Freund ist gewesen. Nein. Des Moskauer Untergrunds. Kommt da noch was? Moment kommt leider immer. Egal, wie oft ich mir wünsche, es wäre nicht so. Aber unsere heutige Show ist zu einem. Okay. Sie haben sie ebenso sehr genossen. Ja,
Oh mein Gott, früher, wo wir gewohnt haben, gab es genauso Fensterscheiben. Oh mein Gott. Ich finde schon cool, was viel Liebe fürs Detail hier gemacht. Ich sage, wir sollten gehen. Aber wir sollten noch einen darauf trinken, dass wir noch leben. Geht auf mich, okay? Okay. Hier bitte, zwei von unseren Spezialitäten vom alten Vorrat. Hoppla, das ist klasse. Dann lass uns trinken, Artyom. Das ist sehr gutes Zeug. Und das ist ein guter Ort. Aber zu Hause ist es doch am schönsten. Weißt du, ich bin durch die ganze Metro gereist und die Leute reden jede Menge Scheiß über die Zeit. Das ist kein Essengeber, dass wir Kameraden grundlos erschießen und man nicht einmal einen Witz erzählen kann, ohne eingesperrt zu werden. Moment, gönnen wir uns noch einen? Zum Wohle, Artyom! Irgendwie dreht sich bei mir alles. Wow, also, ja, unser Leben ist etwas strikt. Eine Partei, ein Anführer, eine Ideologie. Aber wir haben Ordnung und alles wird geteilt. Nahrung, Medikamente, Treibstoff, Schutzräume. Keine Reichen, das stimmt. Aber auch keine Bettler. Noch einen Drink. Und jetzt? Da war doch einer ganz am Anfang. Komm schon, Artyom. Hau weg den Scheiß. Ja. Ah. Ja, wo war ich? Ah, ja. Ja. Jetzt schau dir die weit entfernten Stationen an. Die fressen sich gegenseitig. Verkaufen ihre Kinder als Sklaven, wie in der Steinzeit. Sich selbst überlassen wird der Mensch zum Tier, weißt du? Ordnung. Ordnung ist alles, was zählt. Sie ist unsere Rettung. Du kannst also glauben, was du willst, aber ich bin ein Roter, bis zu meinem Tod. Ich trinke auf die Ordnung. Prost. Na los, Artyom! Na los! Hau weg den Scheiß! Runter damit! Okay. Da passt was nicht. Also, mein Freund, so läuft das eben. Nicht böse sein, Artyom. Ich mache nur meine Arbeit, um die rote Linie zu beschützen. Du, Musketier, bist von der falschen Seite der Barrikade. Soldaten! Nehmen Sie diesen Kameraden fest. Jawohl, Herr Major. Jawohl. Das ist doch mal echt ein Bastard. Also jetzt sind wir so weit durch. Gesamt, wir haben ihn gerettet vor der Schlinge und oh, jetzt verrät er mich, der Arsch. Ich hatte ihm das Gerede über Freundschaft abgekauft. Das dumme Musketiergerede. Warte nur. Das zahle ich dir heim. Ich frage mich jedoch, warum Pavel die Mühe auf sich genommen hat, mich in die Falle zu locken. Von Anfang an wahrscheinlich hat er das geplante Arsch. Ohne Witz. Ohne Witz, ohne Witz, ohne Witz. Das kotzt mich jetzt an. Aufhören! Er ist nur etwas überenthusiastisch. Artyom, du bist für mich ein Freund, aber du musst verstehen, dass ich als Soldat meine Befehle befolgen und dich hierher bringen musste. Und jetzt stehst du unter Arrest. Aber vielleicht ist das für dich noch nicht die Endstation. Guten Tag. Rühren! Sie machen das hier doch ordentlich, oder? Jawohl, Genosse Moskwin ist hier. Inspiziert die Truppe. Der Generalsekretär, hier? Was ist mit Genosse Korbut? Jawohl, der Genosse General ist auch hier. Das ist ja mein Glückstag. Dann geht alles viel schneller als erwartet. Sieh mal, Artyom, du bist ein schlauer Typ. Daher solltest du wissen, dass es so etwas wie Zufälle nicht gibt. Du bist hier, weil wir dich brauchen und du Informationen hast. Daher rate ich dir, zu kooperieren. Aber keine Sorge, ich gebe dir Rückendeckung. Weil wir was sind? Musketiere! Alle für einen! Fick dich!
fick dich. Aber das Motto deiner Kameraden vom Orden lautet, alles für uns. Der Krieg steht bevor. Und dieser Bunker, den ihr gefunden habt, wird ihn kontrolliert, der wird überleben. Alle anderen gehen vor die Hunde. Doch wir haben uns darauf vorbereitet. Daher möchte ich, dass du dich uns anschließt, Artyom. Genosse Morozov, ich fing schon an zu glauben, Sie hätten Ihren Einsatz nicht überlebt. Ich wurde gefangen genommen, Genosse Kurmut. Dieser Ranger hier hat mich gerettet. Was für ein Zufall. Lesnitsky, Sie sind einer der Spartaner-Ranger. Kennen Sie diesen Mann? Jawohl. Sein Name ist Artyom. Miller vertraut. Zusammen haben Sie D6 gefunden. Außerdem hat er sich mehrere Empfehlungen verdient, seit er offiziell beim Orden gelistet ist. Nun, ich bin hoch erfreut, Sie kennenzulernen, Genosse Artyom. Ich glaube, wir haben uns gegenseitig etwas zu bieten. Bringen Sie den Genossen in den Verhandlungsraum. Das ist nicht gut, Leute. Dieser telepathische Mutant, dieser sogenannte Schwarze, ist von extremer wissenschaftlicher Bedeutung. Sagen Sie mir alles, was Sie über ihn wissen. Dann erlaube ich Ihnen Ihr Leben und Ihren Job als Ranger zu behalten. Jedoch als mein Spion und Geheimagent. Genau wie diese Musketiere. Einer für alle und alle für... Generalsekretär, Genosse Moskvi. Korbut, ich brauche noch einen Moment. Und was haben wir hier? Noch einen Feind der Revolution? Perfekt. Wie Sie schon immer anmerkten, muss Lenny anfangen, seine Fähigkeiten im Umgang mit Leuten zu verbessern. Also eigentlich wollten wir... Stecken Sie das Wahrheitsserum weg. Ich zeige Ihnen eine traditionellere Methode der Roten Armee. Schneller und wirkungsvoller. Du Stück Scheiße! Spuck's jetzt aus! Sag alles, was du über D6 weißt! Da! Immer noch nichts! Nimm das, Mistchen! Sprich, oder du wirst es bitter bereuen! Passwörter, Codenamen, geheime Protokolle! Fuck you! Das nennt man Verhör, Lenya. Verhör! Das Übliche. Warst du das mit deinen Puppen nie gespielt? Nein! Du kleines Stück Scheiße! Ohne Blut gibt es keine Macht! Doch, gibt es! Dein Bruder hat friedvoll geherrscht und sie komm, hier zurück! Zurück. Gottverdammt! In Ordnung. Benutzen Sie Ihre Drogen. Benutzen Sie glühende Spieße. Holen Sie einfach alles aus ihm raus und erschießen Sie den Bastard. Kommen Sie danach zu mir ins Büro. Wir müssen reden. Wenn ich den krieg. Gewalt ist der falsche Weg zur Information. Ich glaube an die Wissenschaft. Eine Injektion und du sagst uns alles. Ah, Scheiße! Das Serum braucht einen. Leute, ich habe das aus Versehen überspringen, weil ich dachte, ich muss eine Aktion machen. Ich mache jetzt hier einen Cut. Ich lade das neu. Ich hoffe, dass das dann noch da ist. Ich will das jetzt sehen. Das ist doch so ein Scheiß. Sorry, Leute. Sorry. Ich dachte, ich muss eine Aktion machen, weil das so eine Zeitlupe war.
Und so in Panik, wie ich geraten bin, habe ich einfach drauf gedrückt, ohne zu lesen. Mist. Oh, fuck. Leute, ich mache hier einen Cut und wir sehen uns gleich wieder und ich hoffe, dass ich das neu laden kann. Also bis gleich.